wird man die Welt eckig machen müssen. Sagen wir zu einem Würfel, sodass die Leute nicht mehr kriechen können, sondern vom Rand hängen, bis man ihnen auf die Finger tritt und sie, hoppla, kreischend abstürzen. Was hältst du davon? Theater-TV auf ITV Coburg wird präsentiert von Sück Dacor. Ja! Da bist du ja. Bin ich? Nicht, weil du... Die Reithalle wird zum Obdachlosenheim, mitten im Geschehen die Zuschauer. Die Geschichte spielt in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die beiden Juden Schlomo und Lobkowitz leben zusammen in dem Heim. Schlomo ist ein Buchhändler, der Bibeln verkauft und an seinen Memoiren arbeitet. Lobkowitz war früher Koch und hält sich für Gott. Ein Gott ist genug. Und das bin ich. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel ist noch kein Beweis. Eines Tages steht ein ungehobelter junger Mann aus Braunau am Inn vor der Tür. Der Sonderling möchte in Wien an der Kunstakademie studieren. Schlomo kümmert sich um den jungen Mann, stutzt ihm den Bart und verpasst ihm einen Seitenscheitel. Also es geht halt darum, dass der Schlomo mit seiner Liebe versucht, den Ralle eigentlich auch vor allem den Hitler zu, weiß ich was, auch zu einem Liebenden zu machen. Natürlich hat es bei Dorboris sicher eine philosophische und theologische Bedeutung, aber für mich als Rolle ist es einfach nur, ihm mit meiner Liebe zuzuschütten, was ja nicht funktioniert. In diesem Schnee war ich nicht und ich entrug Gott durch ein I ersetzt. Das Stück erzählt in grotesker Weise, wie Schlomo vergeblich versucht, mit Liebe dem Wahnsinn, der Zerstörungswut und dem Hass Hitlers entgegenzutreten. Für Florian Graf ist es eine seiner intensivsten Rollen. Kukumutz im Zwielicht. Man fängt an mit Lesen und Text lernen und dann das Ganze ist wahnsinnig körperlich, das Ganze ist wahnsinnig anstrengend und sehr clownesk auch, war eine neue Herausforderung, ganz klar. Durch die Anglo-Sachsen, zum Beispiel Fuck you, man, oder Fick dich, Alter. Die Handlung überzeichnet die Figuren ins Groteske und Makabre. Das in Wien 1987 uraufgeführte Theaterstück des jüdischen Theatermachers George Tabori gehört zu den bedeutendsten und einflussreichsten Werken, die sich mit dem Holocaust und der NS-Zeit auseinandersetzen. Aber versuchen Sie, das Problem mit meinen Augen zu sehen. Allein das Parken ist heutzutage schwierig. Was will er? Es ist eine Sie. Ich schlage vor, ich... Du beruhigst dich jetzt einmal. Mein Kampf ist bis Ende Januar 2023 in der Reithalle zu erleben. Hast du den Ofen sauber gemacht? Nein. Den Boden geschrubbt? Nein. Mein Laken entkrümelt? Nein. Meine Socken gestopft? Nein. Meine Hosen gebügelt? Nein. Kaffee gekocht? Nein. Den völkischen Beobachter beobachtet? Ja.